Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die My Little Box bei mir eingetroffen. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine Beauty Box und sie wird mir in einer Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe My Little Box Team und deswegen darf ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, und im November erscheint die My Little Box in der Kooperation mit Clinique. Ha! Sehr schön. Also da haben sich zwei französische Marken zusammengetan, um diese Box zu gestalten und ich freue mich da mega drüber. Man kann die im Jahresabo kaufen und kann die dann für 17,90 € pro Box bzw. pro Monat dann bekommen. Genau. Und das Motto ist TU-Kaffee, also Tee oder Kaffee. Von mir aus definitiv Kaffee, aber ich trinke auch gerne ab und an mal einen Tee. Und ja, das ist tatsächlich dann die Box, wie sie aussieht diesen Monat. Also sehr gemütlich mit den Ladies, die so ein bisschen ne, genau das machen, was man sich jetzt eigentlich wünschen würde. Zusammen abhängen, kommunizieren, zusammen ein Käffchen oder ein Teechen trinken. Können wir ja leider nicht. Und gerade die Franzosen sind ja auch diejenigen, die sich das am meisten wünschen. Denn die hat es noch ein bisschen härter getroffen als uns. Also von daher, ja, weckt das so ein paar Sehnsüchte, sage ich mal. Okay, aber sie sind halt winterlich gekleidet, was wir auch aktuell sind, wenn wir aus dem Haus rausgehen. Denn also so mit den offenen Haaren bräuchte ich das Haus nicht verlassen. Ich muss mir jetzt immer einen Zopf machen, weil ansonsten fliegt das alles nur noch durch die Gegend. Genau, ja. Wir haben diesen Monat auch wieder eine Box und keine Tasche oder so. Finde ich persönlich ganz praktisch, weil ich verwende die Boxen dann ja auch als Versandkartons, wenn ich was verlose. Ich habe den Deckel jetzt entfernt und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Wir haben hier nicht wirklich so Filmmaterial oder sowas. Wir haben hier einfach die ganzen Produkte einmal mit einem Schleifchen zusammengehalten. Das ist hier von My Little Box das Schleifchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas riechen werde. Nee, da rieche ich so nichts raus. Ich habe das Schleifchen einmal geöffnet und ja, hier haben wir dann den ersten Flyer und hier haben wir dann schon den ersten Blick in die Box. Die Box ist immer sehr, sehr liebevoll gestaltet, ne? So ganz wirklich mit dieser französischen Stimmung, die man so haben kann. es ist halt so ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen was, ich weiß nicht, so Kleinigkeiten und weiß ich nicht, du hast ja halt nicht nur Beauty drin, du hast ja auch so ein bisschen Lifestyle, mal ein bisschen Schmuck mit drin, mal so ein bisschen kleine Deko, die halt so in die Box auch mit reinpasst, ne? Ist immer alles sehr, sehr liebevoll gemacht und ja, das hier ist tatsächlich auch der Flyer. Hier hinten steht nichts drauf. Sag mir, was du trinkst und ich sag dir, wer du bist. Gucken wir mal. Ich würde, wenn ich mich für einen von den Teesorten entscheiden müsste, weiß ich nicht, Rooibos oder so. Wobei, also eigentlich trinke ich tatsächlich irgendwie so einen Magenfeintee, Fenchel-Kümmel-Tee oder sowas, ne? Halt etwas, was auch irgendwie so ein bisschen, wobei da müsste ich Kräutertee nehmen, was halt so wirklich ein bisschen für, ja, meine Gesundheit auch sorgt, ne? Der Health-Guru, ich bin der Gesundheitsguru, ich glaube es nicht. Für alle Fälle hast du immer noch eine Kamille auf Tasche. Ich glaube nicht, das passt nicht. Okay, läuft. Okay, ja. Okay, ich wiederhole mich. Filterlose Raffinesse, der besondere Aufguss für alle Teelover. Haben wir hier drin stehen. Hier hinten ist Spice It Up, Rezept für Gewürztee. Aha. Ah, okay, das hier ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist quasi. Und dann haben wir so ein bisschen die Idee, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben. Clean, Cleaner, Clinique. Das Versprechen der ersten Clean Beauty Marke damals wie heute. Einfach, sicher und wirksam. Echt? Das war eine... Oder das ist Clean Beauty? Okay. Ich, ne, mag Clinique, also die Produkte von denen, aber ich habe mich nie groß mit der Marke und was dahinter steht so befasst, muss ich gestehen. Entwickelt für optimale Resultate ohne Hautirritation. Das kann ich bezeugen, denn selbst wenn ich ganz irritierte untere Augenpartie habe, die All About Eyes von Clinique ist bei mir immer ein Go-To. Allergie getestet, 100% parfümfrei. Wusste ich auch nicht. Die Clinique Clean Beauty Philosophie beruht auf effektiven Inhaltsstoffen, parfümfreien Formulierungen und höchsten Standards bei den Tests, wenn es um Verträglichkeit und Allergien geht.
Kein Wunder, dass die von Dermatologen gegründete Marke seit über 60 Jahren weltweit das Vertrauen unzähliger zufriedener Kunden genießt. Sie bieten für jedes Alter, jeden Hauttyp und Bedürfnis die passende Lösung. Klinik hat nämlich genau verstanden, dass wir alle unterschiedliche Hautbedürfnisse haben und keine Haut der anderen gleicht. Kliniks neueste Innovation bringt uns endlich eine individualisierte Feuchtigkeitspflege, die in sage und schreibe 20 Ausrufezeichen individuellen Kombinationen verfügbar ist. Interessant. Ach so, das ist diese Klinik-ID-Serie, ne? Ja, Trommelwirbel für die Klinik-ID-Serie, die aktive Wirkstoffe von der Basispflege isoliert, um maßgeschneiderte Resultate abzuliefern. Erinnert mich ein bisschen auch an Dalton, muss ich gestehen. Die Klinik-ID-Kombi, die Dramatically Different Hydrating Jelly Base mit einem Booster gegen Hyperpigmentierung. Japanischer Engelwurz lindert Pigmentstörung, ebnet den Teint und sorgt dabei für einen frischen Glow. Okay, japanischer Engelwurz, ne? Ja. Deine Jelly Base ist ein hydratisierender Frische-Kick, der wie ein Schutzschild gegen Schmutz, Blue Light und andere schädliche Umwelteinflüsse wirkt. Ich habe sogar in meiner Brille einen Anti-Blue Light Filtergedönsen drin, ne? Voll krass. Bei jeder Anwendung werden dank dem patentierten Packaging die Zutaten frisch miteinander vermischt, damit deine Haut optimal versorgt wird. Aber das ist noch nicht alles. Wenn deine Haut besonders gut vorbereitet sein soll, massiere sie doch vorher noch mit der 7-Day Scrub Cream Rinse Off Formula von Clinique. Ein- bis zweimal die Woche sanft rubbeln und das Ergebnis lautet glückliche Haut. Alors, vielleicht solltest du zum Schluss noch den ultraleichten Lash Power... Oh, hier wird gerade alles gespoilert, Leute, ne? Aha, Lash Power Mascara ausprobieren, erhält den ganzen Tag und ist super verträglich und lässt sich im Gegensatz zu wachsbasierten Tuschen mit warmem Wasser ca. 39 Grad mühelos entfernen, ganz ohne Make-up-Entferner. Präzisionsbürstchen und makelloser Schwung sind inklusive. Oh, Black Friday Beauty Blackout. 30% auf alle Klinikprodukte ohne Mindestbestellwert. Für alle Little Beauties gibt es ein exklusives Klinik-Goodie on top mit dem Code Little Clinique vom 1.11. bis 15.12. Hey, das läuft! Heute ist der 19.11. Nur auf klinik.de und nur solange der Vorrat reicht. Pro Kunde einmal einlösbar. Ja, gut. Hört sich auf jeden Fall sehr spektakulär an, was hier so drin ist. Und erfahrungsgemäß haben wir auch die Produkte, die Beauty-Produkte in diesem Säckchen, was in der Box immer mit drin ist. Wenn man sich mal reinzieht, dass wir für die Box 17,90 Euro ausgegeben haben, bin ich baff, dass sie mit Marken wie Clinique und MAC und Hasse nicht gesehen zusammenarbeiten. Ne? Also da bekommen wir wirklich hochwertige Produkte und das finde ich echt nice. Ne? Deswegen abonniert man doch Beauty-Boxen, oder? Genau. So, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem kleinsten Produkt an. Das mache ich meistens ja so, ne? Und achso, hier steht Jusco Cup of Beauty. Just a Cup of Beauty. Okay, einfach eine Tasse Beauty. Bin ich interessant? Mhm, finde ich interessant und bin ich interessiert dran. Gut, das ist die Clinique Lash Power Mascara Long Wearing Formula. Und da sind 6 Milliliter drin. Das heißt, ich vermute, dass wir hier auch eine Full Size haben. Muss ich tatsächlich mal schauen, denn ich habe ja auch in Fullface Clinique schon mal abgedreht. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich die schon hatte. Wobei, nee, die jetzt nicht, ne? Okay, das ist nämlich so eine graue. Ich habe bislang, genau, die High Impact Mascara habe ich sonst immer auch irgendwo in Boxen oder so mit drin gehabt. Oder in, wenn man ne, was bestellt hat und dann, oder in Adventskalender oder so. Da ist die Mascara, die man eigentlich immer irgendwo mit da drin hat, die High Impact Mascara. Aber die Lash Power Mascara sagt mir so jetzt ad hoc nichts. Nee, da hätte ich mich auch, glaube ich, dran erinnert. Das ist so eine ganz filigrane Bürste. Eiwart niedlich, ne? Aber die ist auch unterschiedlich lang, je nachdem, wie man die dreht. Das ist interessant. Ja, riecht halt ein bisschen, ne? Nach was auch immer. Nach Mascara. Und das ist jetzt das erste Produkt, was ich hier aus der Box rausgezogen habe. Ich glaube, allein damit hätte man schon mal den Boxenwert raus. Finde ich krass. Denn die Box ist weiterhin sehr gut gefüllt. Dann gehen wir mal zu dem 7-Day Scrub. Das hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal da. Genau. Das dürfte auch, ja, 30 Milliliter ist, glaube ich, auch eine Komplettgröße. Du hast hier, habe ich auch schon mal aufgebraucht, relativ feine Peelingpartikel drin und auch nicht so ultra viele. Also das fühlt sich so ein bisschen auf der Haut an, als hättest du eine Creme, die du dir auf die Haut massierst, also aufs Gesicht, ne? Und, ja, müsste doch fürs Gesicht sein.
Ja, genau. Und eine Creme und dann ist da so ganz, ganz feiner Vogelsand drin. Also da würde ich jetzt nicht sagen, so grober Sand, den du normalerweise zum Bauen verwendest oder zum Spielsand oder sowas, ne? Sondern so richtig ganz feiner Vogelsand. Und das ist da so gefühlt mit drin. Das sind irgendwelche anderen Partikel, aber ne? Und das gibt man sich dann leicht übers Gesicht. Ich finde, dass dieses Peeling sehr, sehr sanft ist, sehr vorsichtig zur Haut. Das heißt, wenn man sensible Haut hat, wenn man irritierte Haut hat, ist das wirklich perfekt. Aber wenn man halt wirklich dieses mechanische Peeling-Erlebnis haben möchte, wo man sich wirklich was runterrubbelt, ist das ein bisschen zu wenig, um ehrlich zu sein. Ne? Genau, aber für sensible Haut extrem gut geeignet. So, hier habe ich jetzt zwei Pakete. Das hier ist einmal die Hydration Base. Clinique ID Dramatically Different, genau. Das sind 115 Milliliter und da bin ich jetzt mal gespannt, wie man das macht. Ich meine, dass man das eine in das andere reinsteckt und dann verbindet sich das. So, hier steht auch, dass wir, genau, dass, du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Basisprodukten. Du hast entweder die Moisturizing Lotion, die Oil Control Gel-Geschichte oder das Hydrating Jelly. Bei mir passt jetzt tatsächlich das Hydrating Jelly sehr, sehr gut, denn ich brauche auch immer Hydratisierung. So, und dann gibt es die Möglichkeit, dass du da in dieses Ding noch vier verschiedene Sachen reinmachen kannst. Einmal was gegen ungleichmäßige Hautstruktur, etwas gegen ungleichmäßigen Teint, gegen müde Haut und gegen Linien und Falten. Und hier bin ich mal gespannt. Okay, wir haben das mit dem ungleichmäßigen Teint hier drin. Das heißt, ich werde die jetzt eigentlich nicht zusammenpacken, weil ich habe zwar das Bedürfnis nach Feuchtigkeit, aber eigentlich habe ich keinen wirklich ungleichmäßigen Teint. Ich würde hier mehr so dieses Linien und Falten für mich nehmen oder müde Haut. Das wäre mehr so meine Welt. Aber wir gucken uns trotzdem mal die Produkte an. Schon cool irgendwie, ne? Dieses selbst zusammenbasteln ist schon witzig. Und hier hast du auch extra das Produkt nicht bis oben hin gefüllt, weil ja natürlich hier in die Mitte noch etwas hineinkommt. Und ne, also nicht erschrecken, wenn ihr das, wenn ihr eure Box öffnet. Übrigens, ja, aua, mein Finger ist entzündet. Entschuldigung, dass ich den jetzt gerade so in die Kamera gehalten habe. Oh, ich hätte auch ein Pflaster drüber kleben können, aber ich finde Pflaster immer nervig. Egal. Auf jeden Fall kann man hier den Deckel abnehmen. Ja, ich kann es ja mal. Kriegt ihr nicht auf. Okay, dann soll es auch nicht so sein. Und das hier ist dann die Geschichte, die man dann da reinploppt. Das ist ziemlich interessant, ne? Ich weiß auch nicht genau, wie das dann funktioniert. Genau. Du musst hier unten diese Kappe abziehen. Das hier. Und dann setzt du das rein. Und dann ist es auch irgendwie offen. Und dadurch, dass man das hier oben rauspumpt, zieht sich das unten auch noch dieses Hydrating-Gedöns mit rein. Vermischt sich miteinander. Sodass du halt die optimal dosierte und vermischte Menge direkt in die Hände bekommst und direkt auf dein Gesicht geben kannst. Ist mega spektakulär, um ehrlich zu sein. Ne? Also, dass man, upsala, dass dann halt auch so, ja, die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mit drei verschiedenen Basisprodukten und vier verschiedenen Reinsteckviechern hat, finde ich geil. Und ja, vielleicht kaufe ich mir das dann in dem, wie ich das normalerweise brauche. Genau. Oder ich verwende es doch mal. Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich ja gerade noch die ein oder andere Tages- und Nachtpflege offen, die erstmal aufgebraucht werden möchten. Genau. Und das hier ist halt wie, als wenn du ein, ich glaube, wenn du das ist eine Kombination, also wenn du die beiden zusammen verwendest, von Serum und Gesichtscreme. Das heißt, du verwendest ganz normal deinen Toner, dann verwendest du die beiden in Kombination und dann verwendest du deine Augencreme oder mittendrin oder wie auch immer. Und dann ist das Ganze halt auch ein bisschen schneller fertig mit der Morgen- und Abendroutine. Von daher ist das irgendwie schon ziemlich scharf, ne? 10 Milliliter sind übrigens in dem drin. Finde ich sehr, sehr interessant. Jo. Doch. Schöne Klinikprodukte. Und das mit der Klinik-ID-Geschichte habe ich auch irgendwie schon mal in den Händen gehabt. Die haben auch, glaube ich, wenn man diese kleinen Pöttchen hat, die sind dann, glaube ich, so grau-silber, oder? Meine ich mich erinnern zu können. So, hier haben wir jetzt was Kleines drin. Infusion de Style oder Infusion de Style Collection Capsule. Steht das auf Deutsch? Ach so. Dein Zopfband für Happy Hair Days. Ein kleines Bändchen, eine güldene Schnalle und es kann losgehen. Mit diesem Zopfband sind deine Haare morgens schnell perfekt gestylt. Happy Hair, Happy You. Okay, die Verpackung ist schon mal richtig, richtig süß, ne? Das finde ich echt niedlich. Und dann kann man hier dieses Wölkchen einmal öffnen. Beziehungsweise den Knoten, ne? Ja, gut, ein Haarband, ne? Ich
habe jetzt leider in letzter Zeit ein bisschen viele Adventskalender geöffnet. Das heißt, da habe ich einen kleinen Overload. Ah, okay. Ja, gut. Und das ist dann halt so ein Haarband. Ne? Das heißt, hier hast du so ein schwarzes Gummiband und dann hast du hier ein Plättchen drauf. Sowas ist ganz schön, ne? Wenn ich jetzt auch wirklich Goldschmuck trage und dann mache ich mir entweder meinen Bommel hier oben oder halt hier hinten oder sonst irgendwie oder einen Zopf oder sowas, kann das Ganze ganz schön aussehen, aber ich trage sowas eigentlich nicht, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht so ganz meins. Okay, dann haben wir hier das letzte drin und das ist ganz schön groß. Chaux de Vent Mini Boitelle Isotherme pour Embarquer Santé. Also irgendwas mit etwas, damit du deinen Tee genießen kannst, glaube ich. Hot in here. Mini-Thermobecher für deine Tea-Time. Die offizielle Version, warum du diesen kleinen Thermobecher überall mit hinnehmen musst, ist dein Fable für Heißgetränke. Aber wir wissen, eigentlich bist du seinen Qualitäten als Handwärmer erlegen. Ja gut, wenn das dann natürlich auch von außen so warm ist, dass es annehmbar warm ist und nicht mir meine Pfoten verbrennt, ist das in Ordnung. Ja. Und sowas finde ich ja cool, ne? Das kann man sich auch mit zur Arbeit nehmen, weil es ist so, so häufig, dass ich mir meinen Kaffee mache und dann trinke ich den irgendwann recht kalt, weil ich den vergessen habe. Wenn du den aber in so einen kleinen Thermobecher reinmachst, dann vergisst du den nicht. Also, dann kannst du den vergessen, aber dann kannst du den später nochmal trinken, aber upsala, er ist nicht kalt. Und das finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, welches Fassungsvermögen der dann haben wird. Muss ich nochmal austesten, ne? Ja. Ja, musst du dann wahrscheinlich auch per Hand durchwaschen. Da bin ich auch meistens ein bisschen faul. Hier oben, das ist eine Plastikkappe. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Bei einem Thermobecher? Okay. Wenn er hält, ne? Dann bin ich dem Ganzen auch nicht abgeneigt, muss ich gestehen. Ja. Schön. Chaux de Vent. Das ist heiß hier drin. Ja, nett. Achso, hier ist noch ein Flyer mit dabei. Der sagt mir vielleicht auch, wie viel Milliliter hier reinpassen, wa? Du riskierst sonst deine Zunge zu verbrühen. Hä? Achso, Gebrauchsanleitung. Mhm. Vor der ersten Nutzung und jedem weiteren Gebrauch sorgfältig ausspülen, Reinigung von Hand empfohlen. Okay, also nicht in die Spülmaschine machen, sondern per Hand waschen. Jo, erstmal mit kaltem, ist normal. Kein Spülmittel auf der Basis von Bleiche oder Chlor. Achso, ja gut. Nicht für die Spülmaschine geeignet. Mhm, jo. Lass keine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Kaffee, für mehrere Tage in deinem Becher. Ja, Leute, das kann schimmeln, ne? Um schlechte Gerüche zu vermeiden, reinige den Becher regelmäßig mit einer Flaschenbürste. Jo. Nicht mikrowellentauglich. Das habe ich mir gedacht, weil der von innen mit Metall ist, Leute. Nicht randvoll auffüllen. Genau. Ja, ich muss es einfach mal, ne? Dann einfach mal austesten. Wäre jetzt cool gewesen, wenn ihr drauf gestanden hätte. Hey, da sind... Ach nee, hier steht's. Bei dem koreanischen geschriebenen 0,2 Liter passen hier rein. Also 200 Milliliter. Nee, hier oben steht's auch nochmal. Mhm. Und bis zu 6 Stunden hält er die Temperatur meiner Getränke. Das finde ich cool. Also im Winter machst du dir da was Heißes rein. Im Sommer machst du dir was Kaltes rein. Und 200 Milliliter ist okay. Ne? Also ich habe normalerweise, wenn ich mir einen Kaffee ziehe, dass ich mir 220 Milliliter einstelle. Und dann kippe ich noch ein bisschen Milch mit hinterher. Sodass ich ungefähr auf 250 komme. Und hier, ne, das kriegen wir alle schon gebacken. Der Kaffee und ich, das kriegen wir schon hin. Aber Leute, das war eine interessante Box definitiv. Also dieses Clinique, na, das catcht mich schon. Ne? Also ich finde es auch nice, dass die hier diese neuen Produkte reingepackt haben aus dieser Serie. Und halt nicht diese Klassiker, die Clinique normalerweise hat. Die 27-Hour Hydration Cream oder so. Ne? Oder die All About Ice. So sehr ich sie liebe, aber sie ist ja einfach fast immer mit drin. Und auch meine andere Mascara. Und ja, Leute, war eine coole Box, oder? Also für 17,90 €. Ich sag's immer wieder, es ist echt eine geile Geschichte. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Und ich habe auch einen Gutscheincode, damit bekommst du die Box ein bisschen günstiger. Habe ich dir eben eingeblendet, kann ich dir auch nochmal einblenden. Steht aber auch nochmal in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!